Am 8. März ist Weltfrauentag und deswegen widmet sich das neue Profil auf der Titelseite den Frauen und dem Feminismus. Willkommen zum Profil-Talk heute mit Journalistin Christa Zöchling und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Christa, du hast ein Essay geschrieben über die Geschichte der Frauenbewegung des Feminismus. Wie facettenreich ist der oder wie facettenreich ist die Geschichte dessen? Naja, er war immer schon sehr facettenreich, muss man sagen. Ich war selber erstaunt, es hat mich etwas traurig gemacht, gebe ich zu. Ich war erstaunt, als ich in historischen Zeitungen, also 20er Jahre, 30er Jahre, geschaut habe, wie damals unter dem Stichwort Feminismus diskutiert wurde, was berichtet wurde, welche Meinungen abgedruckt wurden in den Zeitungen. Da haben wir gedacht, ich kenne das alles, es ist heute genau dasselbe. Man hat über das Wesen der Frau diskutiert, über das Muttergehen, also über die Mütterlichkeit. Man hat über die Gleichberechtigung, die ja damals auch schon gesetzlich verankert war, mit kleinen Ausnahmen, muss man dazu sagen. Aber im Prinzip hat es damals schon geheißen, Frauen sollen gleich viel bezahlt bekommen wie Männer. Man hat darüber diskutiert, warum das nicht ist, warum es keine Anwälte, keine Richter, keine Ärzte gibt, also keine Ärztinnen gibt. Und damals schon ist es auch sehr zerfleddert. Die einen haben gesagt, die Frauen sind selber schuld. Das war vor allem die bürgerliche Frauenbewegung. Und die Sozialdemokratie, die hat sich gekümmert um die Frauen in schwierigen und schlechten Situationen. Und die hatten da keine große Unterstützung von den bürgerlichen Frauen wieder. Das heißt, Frauenfrage und Klassenfrage nach dem alten Begriff ist auch immer ein Thema gewesen. Und wahrscheinlich ist es so, dass eine Frau stimmt nicht in jedem Fall, weil es darauf ankommt, wo sie in der Gesellschaft steht. Wenn man sich die aktuelle Bundesregierung ansieht, ein kleiner Sidestep, ich glaube nicht, dass viele Menschen im Lande jetzt benennen könnten, wer jetzt Frauenministerin oder Minister ist. Und nicht alle Aussagen, nennen wir es mal so, der aktuellen Frauenministerin würden jetzt unbedingt in ein emanzipatorisches, modernes Weltbild oder in ein gleichberechtigtes Weltbild hineinpassen. Auch, und ich glaube, es kommt möglicherweise in deinem Text vor, auch nicht alles, was der Bundeskanzler dazu gesagt hat, passt da unbedingt rein, weil ging es nach dem Bundeskanzler, dann hätten wir eine Gleichberechtigung. Ich glaube, er irrt sich. Ihr stellt ja auch die Frage, ob jetzt der Corona auch schuld daran ist, dass quasi die Frauen die großen Verliererinnen dieser Krise sind. Wir erleben so quasi eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. Inwieweit kann man das denn weiterdrehen? Kommt auch groß vor in dem Text. Übrigens, das ist ein Konglomerat von Geschichten. Da hat die Christa Zöchling in diesem großen Essay geschrieben. Die Angelika Hager schreibt was dazu. Natürlich die Elfriede Hammerl, die Christina Hiebtmeier hat ein Gespräch gemacht mit Wirtschaftstreibenden oder mit Frauen, die in der Wirtschaft tätig sind. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Es gibt, ich muss das mal ausholen, dann beantworte ich deine Frage. Es gibt übrigens ab kommendem Montag via Profil.at abrufbar einen Talk, den Angelika Hager wiederum gemacht hat, mit prominenten Frauen, aber auch Männern. Tarek Leitner ist dabei, ich glaube, die Marie Lang war dabei und so weiter. Ab Montag abrufbar über Profil.at. Ich habe es schon gesehen, es ist großartig. Wir werden auch in der kommenden Woche, ich vergesse deine Frage nicht, wir werden auch in der kommenden Woche noch einen Podcast machen, weil es so spannend ist bei uns in der Redaktion. Wir haben, sagen wir mal, ältere Frauen, die Elfriede Hammerl, die seit ewigen Zeiten im Profil eine Kolumne schreibt. Und wir haben jetzt gerade in letzter Zeit mehr und mehr ganz junge Frauen. Da geht es um die Generation Z, nicht mal mehr Millennials. Wir werden einen Podcast dazu machen. So, zurück zu der Frage. Ja, Corona, das hat natürlich vieles gebremst und zurückgeworfen. Aus verschiedensten Gründen. Einerseits, wenn Kinder zu Hause sind und nicht in die Schule gehen können, wer kümmert sich drum? In allen Gesellschaftsbereichen natürlich wiederum stärker die Frauen. Wenn man nicht ins Wirtshaus gehen kann, wer kocht, vermutlich auch wiederum stärker die Frauen. Wer würde im Zweifelsfall seinen Job etwas zurücknehmen in so einer Situation? Wiederum die Frauen, weil Frauen im Schnitt weniger verdienen. Also schon deshalb hat das vergangene Jahr einen Rückschritt, wenn nicht, oder zumindest Stillstand für die Frauenbewegung bedeutet. Ich weiß nicht, wie du siehst, Christa, du hast so wenig auch angesprochen. Ich glaube, Corona hat einfach die Situation, wie sie immer schon war, sichtbar gemacht. Und dadurch, dass wir durch Corona quasi in einem Jahreskrisenmodus waren, ist diese Sichtbarkeit quasi täglich gewesen. Und man hat in diesem Jahr ähnlich darüber geredet, wie diese Schandlöhne in den Dienstleistungsbereichen, wo vor allem Frauen arbeiten, meistens auch noch dazu Teilzeit, das heißt, Altersarmut ist prognostiziert.
Und das hat man in diesem Jahr, da hat man hingeschaut. Aber geändert hat sich nichts. Bleiben wir eben gleich bei diesen Problemen. Auch Frauen zum Beispiel in Vorständen oder in Führungspositionen, ein großes Thema, Frauen in der Wirtschaft generell. Das ist doch eine Abwärtsspirale seit Jahren, die nicht aufhaltbar ist, oder? Jedenfalls kein wirklicher Weg hinauf. Mein persönlicher Werdegang dabei, vor 20 oder 25 Jahren, bin Wirtschaftsjournalist, habe mir irgendwie noch gedacht, na, es wird schon von selber passieren. Und ich war gegen Quoten in Aufsichtsräten oder in Vorständen. Jetzt, nachdem ich nach 25 Jahren sehe, wie wenig sich da bewegt, ich bin inzwischen für Quoten in Vorständen von Kapitalgesellschaften. Und bin jetzt nicht unbedingt bekannt für ein linkes Weltbild zum Beispiel. Ich glaube an den Markt, aber ich glaube nicht daran, dass der Markt der Vorstandsbesetzungen funktioniert. Inzwischen will ich, dass sich da schneller was bewegt. Ich habe Töchter, die 18 sind. Ich möchte nicht, dass meine Töchter in 20 Jahren noch immer darum kämpfen müssen, gleichberechtigt in Spitzenpositionen arbeiten zu können. Ja, um Gottes Willen, dann brauchen wir halt Quoten auch in Vorständen mit Nachteilen oder mit einem Verbot für Kapitalgesellschaften, dass es anders wäre. Die Frauenbewegung oder der Feminismus generell hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, zersplittert in tausende Richtungen. Inwiefern hat das denn auch der Bewegung geschadet, Christa? Nun ja, also vielleicht zu dem Stichwort Abwärtsspirale. Ich sehe das nicht ganz so. Es ist nur nicht viel weitergegangen. Es geht schon immer wieder was weiter. Also ich meine, vom Wahlrecht, das 1919 erkämpft worden ist für die Frauen, bis heute ist wahnsinnig viel passiert. Und wenn man sich die Bilder in der Öffentlichkeit anschaut, wer auftritt, dann sind viele Frauen da. Es gibt, ich meine, ein Mann nach dem anderen wird angeklagt wegen sexueller Belästigung. Also so ist es nicht. Es gibt wahnsinnig viel und es hat sich auch in den Köpfen, im Bewusstsein der Menschen wirklich vieles, vieles verändert. Nur, das Problem, das ich sehe, ist, wir haben derzeit, also ich glaube, der Frauenbewegung mangelt es an Wirklichkeitssinn. Das heißt, es gibt sehr viele Debatten über symbolische Dinge, also Sprache, Gender, Sternchen, Bilder, ob eine Frau hier oder dort sitzt oder nicht. Aber es gibt so wenig Wirklichkeitssinn in dem Sinn, dass man hinschaut, wie ist denn wirklich die Realität der Mehrheit der Frauen in unserer Gesellschaft? Und da komme ich wieder auf den Dienstleistungssektor zurück. Der ist nach wie vor, er ist nicht mehr schlecht bezahlt, er verlangt auch von den Frauen, freundlich zu sein. Also die ganzen angeblich weiblichen Eigenschaften werden da dauernd quasi abgerufen. Die Frauen sind nicht wirklich autonom in ihren Entscheidungen, weil sie brauchen einen Job, sie verdienen wenig. Also da sollte man mal ein bisschen genauer hinschauen, finde ich. Und ich finde, da wäre es wert auch, dass die Frauenbewegung sich wieder mal zeigt und auf die Straße geht. Genau für diese Frauen. Fehlt es der Frauenbewegung vielleicht auch an Strahlkraft teilweise, wenn man so an früher denkt, da gab es viele, viele bekannte Frauen, die sich dafür eingesetzt haben. Jetzt lässt es ein bisschen nach, aber es gibt so Lichtblicke wie Sophie Passmann zum Beispiel, die ist, glaube ich, knapp über 20 oder 25, ja genau, und ist aufgefallen durch die Sendung Gewalt gegen Frauen bei Joko und Klaas auf Pro7. Das sind doch so wieder so Lichtblicke, wo man sagen kann, okay, da kann man hinschauen. Ist das zu wenig, was da passiert? Es gibt quantitativ möglicherweise sogar mehr Frauen, die in der Öffentlichkeit diese Probleme darstellen können, als das vor 20, vor 40, vor 60 Jahren waren. Sophie Passmann zum Beispiel, Marie Lang und weit. Also die Zeiten, als zum Beispiel Elfriede Hammerl, unsere Kolumnistin, für Frauenrechte emanzipatorisch gekämpft hat, die war ziemlich alleine. Also eigentlich gibt es sehr viele. Richtig ist aber, du sprichst das gerade richtig an, die Christa hat das auch gesagt, also so, es gibt eine Zersplitterung, man hat ein bisschen das Gefühl, also so auf die Straße gehen für das Thema ist es nicht. Man geht jetzt mit Greta Thunberg wegen Klima auf die Straße, aber viel mehr ist es dann auch wieder nicht. Meine Töchter gehen gegen Fridays for Future auf die Straße, aber so der Kampf darum ist es nicht wirklich. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ich weiß nicht, Christa, wie siehst du das? Ja, es ist die Unversöhnlichkeit und diese fürchterliche Streitlust und diese Ausschlussdebatte. Ich auch Feministinnen, ich meine unterschiedlicher Richtungen,
die organisieren Shitstorms gegeneinander. Also ich habe in der Geschichte unter anderem eine Bloggerin zitiert, die sagt, über Feminismus zu schreiben, ist die Einladung für einen fürchterlichen Shitstorm. Und das ist natürlich traurig, weil ich denke, man kann schon, man muss anderer Meinung sein oft, man muss streiten, aber man darf nicht so streiten, dass man ausschließt, dass man sagt, das will man nicht, die sollen weg oder auch die Alice Schwarzer, die da irgendwie an der Uni Wien quasi ausgeladen worden ist, weil man mit ihren Stellungnahmen zum Islam oder zum Islamismus nicht einverstanden ist. Also sowas finde ich wirklich kleinkariert und ich fürchte, da ist die Junge, das ist vielleicht ein bisschen das Problem der jüngeren Frauengeneration, die sind in diesem moralischen Rigorismus ein bisschen hineingewachsen und der macht vieles an Streitkultur unmöglich oder schwierig. Kommen wir schon zur Abschlussfrage. Wie sollte denn moderner Feminismus aussehen? Also ich wünsche mir, dass er einerseits so ausschaut, wie er ist, wie er derzeit sich abspielt, nämlich diese Aufsplitterung, die kann ja auch eine Kraft sein, wenn sie gebündelt wird. Also die Bündelung fehlt. Findest du auch, dass die Bündelung da fehlt? Mir ist genau das Gleiche eingefallen, was die Christa gerade gesagt hat. Wenn ich mir das einzeln anschaue, das sind großartige Menschen, meistens Frauen, manchmal auch Männer, die dafür kämpfen. Die Bündelung fehlt. Gäbe es die Bündelung, dann würde das vermutlich auch schon reichen. Hätte es mehr Kraft. Alles dazu lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Reinschauen. Auf Wiedersehen.